Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich sehr häufig und derzeit reimt sie sich ganz extrem. Die Rede ist von der permanenten Erwähnung eines Soft Landings der Wirtschaft und jedes Mal, wenn das passiert ist, kam es zu einer harten Landung. Wir wollen uns die Dinge mal anschauen, nachdem gestern die Anzeichen für eine Rezession in den USA deutlich zugenommen haben, aber die Aktienmärkte haben das nochmal abgeschüttelt, während Öl und Renditen deutlich reagiert haben. Hier sehen wir nochmal diese Umfrage. Unter Ökonomen, die jetzt also zu drei Viertel sagen, ja, wir haben ein Soft Landing. Unten sehen wir vor allem die Geschichten in Artikeln Soft Landing, wo dieser Begriff erwähnt wird, also eine weiche Landung der Wirtschaft. Und da sind wir jetzt auf Allzeit hoch. Und jedes Mal, wenn diese Erwähnungen von Soft Landing so massiv nach oben schossen, dann kam eine Rezession. Mit Ausnahme eben dann nochmal 2010, 2011 oder 2012 war das. Weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall ist diese Häufung schon sehr, sehr auffällig und deutet darauf hin, dass da etwas kommen wird, weil die Leute eben versuchen, optimistisch zu sein. Man sieht, es geht so ein bisschen bergab, aber sagt sich, naja, so steil ist der Weg nach unten nicht. Deswegen werden wir ein Soft Landing bekommen, um dann festzustellen, dass der Fallwinkel immer stärker zunimmt. Das ist das Muster, das wir immer wieder sehen. Und hier sehen wir mal auf Bloomberg, dem Terminal Meldungen, wo Soft Landing enthalten ist. Also in jeder zweiten Meldung ungefähr irgendwie der Begriff Soft Landing. Gestern Goldman Sachs. Die US-Wirtschaft ist auf dem letzten Anflug sozusagen für ein Soft Landing. Auch Eric Rosengren, das ehemalige Fed-Mitglied der Boston Fed, der gesagt hat, ja, das ist doch super, die Inflation geht zurück, während die Arbeitslosigkeit nur leicht gestiegen ist und immer noch unter 4% ist, ist doch alles perfekt, Soft Landing sozusagen. Und die Realität sieht anders aus und wir kriegen immer mehr Anzeichen für diese Realität. Gestern Walmart-Aktie runtergerauscht, ich glaube knapp 10% gefallen, einer der größten Kursrutsche, dabei waren die Zahlen gar nicht so schlecht. Aber der Ausblick war sehr schlecht und vor allem die Aussagen von Walmart über den Konsumenten, die gesagt haben, also wir sind jetzt deutlich pessimistischer in Sachen US-Konsument, als wir es noch vor zwei Monaten waren. Wir hatten gestern dann Erstanträge und Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe, wobei die Folgeanträge aus meiner Sicht wichtiger sind, weil sie zeigen, dass die Leute, wenn sie mal ihren Job verloren haben, dann Schwierigkeiten haben, wieder reinzukommen in den Job. Je mehr Leute sozusagen diese Folgeanträge stellen, umso klarer scheint zu werden, dass es schwieriger wird, wieder einen Job zu finden. Hier sehen wir, das geht ganz deutlich nach oben und der Walmart-CEO hat sogar von einem Deflationspotenzial in den kommenden Monaten gesprochen, vor allem für Nudeln und Konserven könne das sein, aber in den letzten Wochen oder Monaten seien einige Preise etwas aggressiver gefallen, auch außerhalb des Lebensmittelsbereichs, interessanterweise. Jetzt hatten kürzlich mehr als die Hälfte der US-Konsumenten gesagt, dass sie bei den Weihnachtseinkäufen wohl ein bisschen zurückhaltender sein werden. Also das Geld sitzt nicht mehr so locker und die US-Wirtschaft lebt ja sehr stark von dem Konsum. Wir haben gestern in Gefolge der Aussagen von Walmart und vor allem den Erstanträgen und Folgeanträgen auf Arbeitslosenhilfe gesehen, wie der Ölpreis abgeschmiert ist von $77 auf $73, mal eben $4, gute 5%, ging es nach unten für den Ölpreis. Wir sehen Small Business, also die kleinen Firmen, die ja für mehr oder weniger mindestens die Hälfte der Jobs stehen, die vergeben werden sozusagen, die werden immer pessimistischer. Da ist es nicht gut bestellt. Viele berichten über sinkende Umsätze. Wir sehen den sogenannten Druckenmiller Market Based Indicator. Also das wirtschaftliche Umfeld wird abgeglichen mit Signalen aus dem Markt und Druckenmiller guckt sich hier an die Outperformance von Banken, Einzelhandelsfirmen, Homebuilders, also Hausbauern, Autos und Small Caps, weil die eben sehr nah dran an der Konjunktur sind. Und hier sagt er, wir sind jetzt in einem Szenario, wo wir eigentlich ziemlich sicher eine Rezession bekommen. Und warum erzähle ich Ihnen das alles? Weil es eben auch für die Finanzmärkte wichtig ist, ob eine Rezession kommt oder nicht, wenn die Fed, was ja immer wahrscheinlicher wird, die Zinsen jetzt nicht mehr anheben wird. Kommt keine, ist das auch längerfristig positiv für die Märkte. Kommt eine, ist das längerfristig negativ für die Märkte. Wir werden sehen, was kommt. Wir haben ja
im Grunde einen breit gestreuten Bärenmarkt gehabt von so vielen Aktien. Nur wenige haben das Ganze aufgefangen, unter anderem die Magnificent Two, gemeint ist Apple und Microsoft, die 14% Anteile am S&P 500 haben, respektive Marktgewichtung. Das ist mehr als der gesamte Energie-, Immobiliensektor, Utilities, also Versorger, Materials zusammen haben. Also das sind mehr als 4 von 11 Sektoren. Im S&P 500, da bringen 2 Aktien mehr Gewicht auf. Das muss man sich mal vorstellen. Und diese Magnificent Seven sind jetzt, auch wenn die Renditen gefallen sind, nach wie vor historisch extrem teuer. Wir haben jetzt den größten 3-Wochen-Anstieg seit 2020 gehabt. Das Tiefjahr Freitag, 27. Oktober. Die Financial Conditions haben sich maßgeblich aufgeweicht. Wir haben jetzt die Hedgefonds all-in in den Magnificent Seven, 99% sind investiert, und wir haben eben auch gesehen, dass die Renditen gefallen sind gestern. Wir sind jetzt an dieser Trendlinie, die hier wichtig ist, diese Aufwärtstrendlinie seit Frühling 2023, die wird jetzt getestet. Was wird da passieren? Gibt es das Potenzial für eine Schulterkopf-Schulter-Formation? Würde bedeuten, dass wir so in Richtung 4,0% reinrasseln könnten. Ich hatte schon öfter gezeigt, dass wir 14 Zinsanhebungsperioden hatten, davon nur 3 nicht in einer Rezession endeten, und man also auch damals immer wieder gesagt hat, Soft Landing. Aber was war denn das letzte wirkliche Soft Landing? War in der Mitte der 90er Jahre, und damals war die Berliner Mauer gefallen. Es gab sozusagen eine Friedensdividende, die Globalisierung konnte beginnen, weil eben dann viel in Richtung Osten gelaufen ist, dadurch sozusagen Preisdruck abnahm, gleichzeitig eine wunderbare wirtschaftliche Situation zunächst mal entstand, mit Aufkommen auch der Internetgeschichten, die in den 90ern oder zweiter Hälfte der 90er dann eine Rolle bereits spielten. Wir gleich natürlich noch relativ klein, aber wir haben jetzt eine komplett andere Zeit. Wir haben jahrelang eine Nullzinspolitik gehabt mit Fehlallokation von Kapital. Ich hatte gestern auch im Webinar gesagt, Benko, dieser Immobilienkonzern, der jetzt platzt, ist nur praktisch die Spitze des Eisberges, weil eben viele wahrscheinlich diese Dinge so geritten haben, als das Geld nichts kostete, Bewertungen immer mehr stiegen für Vermögen, also wie Immobilien. Und da wird es einige erwischen, und das wird dann auch Folgewirkungen haben. Gleichwohl, die Stimmung an den Märkten ist super wieder. Bei den Privatinvestoren jetzt fast 44% bullish, und vor allem die CTAs, die Commodity Trading Advisor, die haben massiv gekauft, 70 Milliarden Dollar in den letzten 10 Tagen an US-Equities. Das ist ein neues Allzeithoch, also wahnsinnig viele haben wahrscheinlich eindecken müssen. Jetzt sehen wir hier mal die Vermögensverwalter NAAIM. Die waren ja noch Anfang November nur zu 29% investiert. Dann letzten Donnerstag vor einer Woche 61%, jetzt 72%. Also hier die Investitionsquote ist deutlich schneller gestiegen als der S&P 500 selbst. Wir sehen Equity Put-Call Ratio, also praktisch Put-Call-Verhältnis bei einzelnen Aktien, jetzt unter 0,5. Das erste Mal seit Juli. Vor einer Woche waren wir noch bei 1,18. Also große Absicherungen. Das hat diesen Short Squeeze oder große Put-Positionen, viele Put-Positionen, das hat diesen Short Squeeze ermöglicht. Das ist jetzt raus. Viel Short Squeeze kann jetzt nicht mehr passieren, weil der eben jetzt praktisch gelaufen ist. Wir sehen beim VIX unten, wenn Sie da mal gucken, wo ich den Pfeil hingebastelt habe, sehen wir eine bullische Hammerkerze. Und der S&P 500 oben im Widerstandsbereich heute oder gestern Abend, genauer gesagt, Daten, dass weiter Geld in die Money Market Funds, also in die Geldmarktfonds fließt, 21,9 Milliarden Dollar, damit jetzt der neue Rekord 5,73 Billionen. Also das ist ja sozusagen der Punkt, wird diese Liquidität rausfließen, wenn die Renditen sinken? Wir sehen, dass auch die Bilanzsumme der Fed deutlich sinkt, nochmal 45,7 Milliarden in der letzten Woche auf jetzt immer noch hohe 7,815 Billionen. Und wir sehen auf der rechten Seite, dass diese Reverse Repo, also diese Geschäfte, die praktisch darauf basieren, man hinterlegt Staatsanleihen, bekommt dafür Cash, gibt die Staatsanleihen wieder zurück und zahlt auch Geld wieder zurück. Also diese Geschichte zwischen Banken und der Fed, wenn man so will,
Hier ist massiv, sind die Volumina massiv gesunken. Welche Folgewirkung das hat, darüber streiten noch die Geister. Heute jedenfalls der kleine Verfall. Märkte tendieren normalerweise um die Zeit des kleinen Verfalls dann auch zu Rücksetzern, gerade wenn wir jetzt so überkauft sind wie derzeit. Wir hatten besonders viele Calls im Russell, der Russell 2000, der gestern dementsprechend stark gefallen ist, während die anderen US-Indizes kaum verändert waren. Xi Jinping hat jetzt ganz warme Worte wieder gesprochen, also wir sind ganz toll, China, alle wollen doch bei uns investieren, und diese Grafik zeigt das Gegenteil, es fließt Geld aus China ab. Einer der Gründe ist natürlich die wirtschaftliche Schwäche, aber vor allem auch die Regulationen, die völlig willkürlich teilweise sind, also die Rechtssituation, in der man sich befindet, vor allem solche Gesetze wie das Spionagegesetz, dass man Daten aus China nicht ins Ausland transferieren darf. Damit sind westliche Firmen permanent so mit einem Bein sozusagen in der Illegalität. Das schafft viel, viel Unsicherheit, und vor allem amerikanische Investoren haben Geld abgezogen. Geld abgezogen wird auch aus Deutschland, wie ich schon mehrfach gezeigt habe. Und jetzt kommt dieses Urteil des Karlsruher Verfassungsgerichts. Jetzt fehlen mal eben im Bundeshaushalt 60 Milliarden Dollar. Die grüne Wende, die Energiewende ist damit mehr gefährdet denn je. Man ist ja ohnehin schon weit hinter den Zielen, gerade was den Ausbau von Windkraft betrifft. Sonne geht, aber Wind ist wirklich schwach. Man ist weit hinter den selbst gesteckten Zielen, und das Ganze wird jetzt immer schwieriger zu erreichen. Also kommt Claudia Kempfert, eine Kollegin von Marcello Fracherin, und sagt, wir könnten doch mal den Klimanotstand ausrufen. Dann wären diese 60 Milliarden Euro plötzlich wieder aktivierbar. Also sie schlägt praktisch eine Art Notstandsgesetzgebung vor, wie wir sie schon mal in den 1930er Jahren ruhmreich erlebt haben. Das zeigt, wie diese Leute ticken. Da wird dann ein Klimanotstand erfunden, um dann praktisch komplett die Verfassung auszuhebeln, wenn man will. Das ist schon an der Grenze dessen, was ich dem Verfassungsschutz mal als zur Beobachtung empfehlen würde. Aber es zeigt, wie diese Leute ticken. Es zeigt, wie hier sozusagen Klima als Rechtfertigung dient, um elementarste Prinzipien letztendlich aufzuweichen. Was Claudia Kempfert fordert, ist im Grunde eine Art grüne MMT, Modern Monetary Theory. Japan zeigt, dass das nicht funktioniert. Die drucken Geld ohne Ende und die Wirtschaft wächst trotzdem nicht. Zwei Hinweise am Schluss. Walmart-Chef sieht Potenzial für Deflation. Hochinteressant. Das ist ja etwas, was, glaube ich, nicht so wirklich bisher als Wort in den Mund kam. Deflation. Erste Empfehlung, und die zweite Empfehlung. Der DAX sollte kurz vor einem Rücksetzer stehen, schreibt mein Kollege. Warum, wieso, weshalb, erfahren Sie in diesem Artikel. Also zwei Artikel. Ich sage Servus, ciao.